Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Metro 2033, 2033. Ich werde es, glaube ich, bis heute nicht lernen. Ist ja auch völlig wurscht. Die letzte Folge war schon echt ein Brett, muss ich sagen. Das war schon ordentlich anstrengend. Und ja, war auch ein bisschen länger. Ich hoffe, jetzt kriegen wir mal ein bisschen kürzeres Video auf die Reihe, wo ich auch ordentlich an Story zurücklege. Und ja, damit ihr nichts verpasst, machen wir genau an der Stelle weiter, wo wir aufgehört haben. Überhaupt keine Munition mehr. Oh, doch ein Schuss Shotgun. Zwei Schüsse AK. Ein Pistolenschuss. Und ein Messer. Und ja. Das war's dann auch schon. Und da habe ich doch gerade wieder einen Kopf gesehen. Nein. Die leben alle noch. Hier in Kisten finde ich immer gute Sachen. Jetzt auch. Handgranaten. Mal gucken, ich versuche die jetzt mal so zu werfen, dass die auch auf der Brücke explodiert. Muss sagen, es war ein knappes Ding. Die sind zu lang gehalten. Die war dann mal ansehnlicher. Hier war, meine ich, noch einer. Ach, ich glaub's nicht, Munition. Ganze 6 Schuss in vollen, einfach liegen gelassenen Waffen. Muss ich alles nicht verstehen, glaube ich. Die Frage ist, schaffen wir es vielleicht auch darüber? Keine Lust an der Stelle runterzufallen. Deswegen würde ich sagen, chillen wir einfach mal eine kurze Runde. Gehen wieder back to the basics. Kommen wir da oben lang? Ne, da habe ich Angst. Können wir hier runterspringen? Wie komme ich denn da rüber? Naja, ich glaube, ich muss wieder komplett zurücklaufen. Tut mir leid, dass das so lange dauert, aber... ich hoffe halt, der alte Spruch bewährt sich, was lange währt, wird endlich gut. Weil hier hocken wir jetzt echt schon eine Weile dran. Und das ist ja echt zum Mäusemelken, hätte ich fast gesagt. Also hier, was wir uns schon reingehangen haben, unnormal. Ich hoffe, ich finde mein Wurfmesser noch. Tut mir leid, wenn es so viel klackert, aber wie gesagt, das ist ein neuer Controller. Und ich drücke halt wirklich sehr vermehrt, gerade weil ich wirklich nichts vergessen will, weil jede Kugel, wie wir merken, ist wirklich wichtig. Und dementsprechend gebe ich halt mein Leben. 12 Schuss geht eigentlich. Ich musste schon mal mit deutlich weniger kämpfen. So. Anscheinend hier oben keine Jungs mehr vertreten. Vielleicht sind die schon an die Front oder wir haben sie wirklich alle besiegt. Da lag sogar Moon. Ich glaube, Gott hat was auf uns geschossen. Gut. Ist immer sehr gut, wenn der eigene Gesuchte die Glocke läutet. Damit alle Gegner schön wissen, wo er ist. Das Licht anmacht und so, ne? Ich bin ja hilfsbereit. Ich helfe denen ja. Ne? Damit sie mich finden. Ach, das hätte man alles auch mit Maschinengewehren machen können. Gut. Klasse gemacht, Gunny. Das läuft. Die Frage ist halt, ne? Müssen wir überhaupt hier lang? Da ich das... Was ist das denn hier? Hallöchen. Ich habe nicht gelesen, was da stand. Was
Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, dann kann man den Druck entlasten von der Waffe bestimmt, oder? Kann das sein? Also ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Aber hier wissen wir doch definitiv nicht lang, oder? Ach, das riskiere ich jetzt auch nicht. Draußen schreien als Kinder rum. Ich bin es irgendwie von dem Spiel gewöhnt, dass Kinder rumschreien, deswegen mich als irritiert. Hier kommen doch also Schussgeräusche. Ich bin blöd oder was? Ja, aber immerhin, wir haben mal wieder ein bisschen Munition gefunden. Es war echt gut, dass wir zurückgelaufen sind. Die Granaten haben anscheinend gesessen. Dass wir wirklich noch so die Nachzügler weggehauen haben. Also, wie man sieht, da unten könnte man eventuell auch langlaufen, aber nicht, wenn man keine Gasmaske hat. Und das finde ich jetzt wirklich ein bisschen blöd gemacht, weil wir waren ja jetzt wirklich länger on Tour. Sind wirklich oben, unten, links, rechts, dies, das, Ananas rumgelaufen und haben nicht eine Gasmaske gefunden. Ja, lieber Stabs, ich kann gerade nicht. Wir sind nämlich immer noch in der Metro. Hier wurde anscheinend auch ordentlich gerattert. Ich versuche mich jetzt nochmal. Ganz im Ernst. Wer lenkt denn diese Lampe? Mädel, beruhig dich. Ohne Witz, ey. Verfolgt mich als so eine Lampe, da sitzt gar keiner dran, weißt du? Nee, ey. Hör mir auf. Ach du heiliges Kanonenrohr, ey. Das kann ja was werden hier. Was ist das denn? Ist hier ein Schalldämpfer drauf oder was? Tatsache. Eigentlich mit Luft. Ich weiß halt nicht, ob die Waffe für den Nahkampf ist. Man weiß gar nichts. Die hier tötet. Ich will keine Schüsse vergeuden, also nicht wundern, wenn ich wirklich fast nie schieße. Wir sind hier aber auch ganz schön gefährdet, ganz schön endangered. Das MG da hinten hat doch echt keine Freunde, glaube ich. Wie das funktioniert hat. Och Mann, ich bin so unfähig. Also die hat doch gesessen. Ach ja. Hey, wir haben einen getötet. Nur nachladen. Ich dachte schon, vielleicht hat er Stellung geräumt. Mir mal einer verraten, was mit dem Junge falsch läuft.
ganz realistisch betrachtet ist das ja schon eher unschaffbar. Und wirklich für Leute mit Nerven aus Drahtseilen. Ne? Ich versuche jetzt erstmal ein bisschen runterzukommen hier. Nicht, dass wir nochmal ein Medikit verschwenden müssen. Warum kriegen wir den nicht tot? Das würde uns einiges erleichtern, wenn er einfach mal tot wäre. Ach ja, no risk, no fun. War ja klar. Die Frage ist jetzt nur, wo wir spawnen. Weil ich habe so viel Munition gerade verschossen, ich wollte einfach sterben, weil das hat irgendwie keinen Sinn mehr gemacht. Ja, das hört sich auch blöd an, wenn man sagt, ich wollte einfach sterben. Ach ja, hier. Wie viel Munition? 19 Schuss. Euer Ernst? Wirklich jetzt? Einmal noch. Einmal laufe ich noch zurück. Mehr aber nicht. Dann ist dann echt Schluss, ey. Können wir mal so ein Scharfschützengewehr oder so finden? Ach, die Typen leben, glaube ich, noch, ne? Ja, geil. Gott, ich hasse dieses Spiel, ey, wirklich. Ich gebe ihm 3 Kopfschüsse und er läuft einfach weiter. Ich frage mich, ob es hier irgendwo runter geht. Geronimo! Wird ja quasi ein Drahtseilakt hier. Hahaha. Wo man hier überlegen kann, ist echt cool. Sowas dachte ich mir. Ich habe das Gefühl, ich werde jetzt ungefähr noch 560 Folgen bei dieser Stelle bei dem Let's Play hier hängen. Weiß, dieses obligatorische auf die Uhr gucken ist ganz geil. Alter, boah, Alter, ey. Mach mal Wasser dabei, ich will das Feuer löschen, es nervt mich. Schnauze halten. Direkt vor mir auch. Oh nein, ich bin tot. Nein. Achtung! Achtung! Granate!
Wie viele Einheiten sind das denn bitte? Man kann sich in diesem Spiel nicht hinlegen. Man kriegt keine Munition. Man hat keine Gasmasken. Man kann das Nachtsichtgerät nicht einschalten. Die sehen einen überall. Und man wird nach 3 Kugeln getötet. Wie soll man das bitte schaffen? Mal ganz ohne regimekritisch zu wirken. Kann man dann hier lang oder so? Natürlich nicht. Ach komm, ey. Ganz im Ernst. Ein Leben für die Unlogischen, ey. Ganz ehrlich, ich lebe gefährlich, Alter. Ja, okay, 2 Kugeln. Kann man nicht einfach mal, wie in jedem anderen Spiel, wenn man über eine Leiche läuft, also die Munition automatisch mitnehmen? Keine Muni mehr, oder? Falls er da saß, ist er da jetzt nicht mehr. Damit das klar ist. Sonst noch irgendwer hier was zu melden? Meint der junge Mann das ernst? Ich dachte, ich sehe nicht, weil... Junge! Wie aggressiv guckt er denn? Hallo? Beruhig dich mal. Typ, ey. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Naja. Um mal ein bisschen noch was anderes zu sagen und mich nicht so über das Spiel hier aufzuregen. Gelinde gesagt, es macht schon ziemlich viel Bock und ich muss sagen, es gibt ja noch einen zweiten Teil. Metro Last Night heißt der, meine ich. Und, folgende Story dazu, die kommt jetzt für Xbox One raus. Also so ein, die heißt glaube Redux, die Edition. Ja, Metro Redux, irgend sowas. Wird auf jeden Fall ein Remake von dem hier und Metro Last Night. Beides für die Xbox One und die PS4 dann. What? Warum läuft der denn da lang? So viel Zeit. Ich wollte nur wissen, was da hinten ist. Auf jeden Fall denke ich mir, ich werde das holen, weil wenn wir das Spiel schon mal durchgespielt haben, können wir dann auf der Next Gen direkt mit dem zweiten Teil loslegen und haben dann auch noch eine richtig geile Grafik. Es soll auch noch ein Alter. Jetzt werde ich aber gehackt hier. Es soll dann auch noch ein Spielinhaltsupdate kommen. Das heißt, wahrscheinlich kommt nochmal so eine Mission dazu. Ein bisschen die Gegner angepasst. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie ich mir das vorstellen kann. Aber auf jeden Fall wird es bestimmt ganz geil. Deswegen dachte ich mir also, das Spiel von der Story her macht mir eigentlich relativ Bock. Der einzige Unterschied ist halt einfach, das ist, ne, das, was mich abfuckt. Die Gegner sind so unlogisch. Das ist echt krass, ey. Überhaupt nicht klar hier, was ich hier teilweise abspiele. Sowas zum Beispiel, das kann doch nicht sein Ernst sein. Also ich bin eben da lang gelaufen, da war überhaupt nichts. Da saß ein Spacken, der hat eine Granate an den Kopf bekommen und dann war gut. Und der andere lag irgendwo unten und hat sich sonst was entspannt gekrault. Ne?
Ich habe aber auch keine Lust, mir jetzt irgendwie einen Guide anzugucken, wie man das am besten auf schwierig spielt. Weil das ist nicht mein Stil, nicht? Das passt nicht zu mir. Gut, ich bin ja jetzt eher der Typ für die alternativen Lösungswege bis jetzt. Geh von deinem Ding da weg. Seht ihr den zweiten? Lass mich raten, der zweite sitzt wieder unter mir. Hier geht's natürlich nicht lang. Warum auch? Nee, ich habe mein Wurfmesser wieder gefunden. Yippie-yay. Was ist das denn? Frage, die ich mir jetzt wieder an dieser Stelle stellen muss. Wo ist der zweite Hampelmann hin? Für den habe ich genau eine Schrotflintenkugel. Und ich werde sie auch benutzen. Oder ich mach so. Ach, sie hangen beide aufeinander. Have fun, ey. Die Schlingel schießen mich zu zweit ab, oder was? Doppelte Feuerkraft läuft bei denen. Da unten steht eine 22 bei meinen Gasmasken. Hat irgendjemand gerade gesehen? Da, 22. Kann mir irgendjemand erklären, wie das funktioniert? Weil so langsam check ich's nicht. Ach, Nachsicht geht auf einmal. Ach ja. Okay. Das beengt aber etwas meine Sicht. Muss ich jetzt mal an dieser Stelle wirklich sagen. Die Wirkung von Luftdruckwaffen hängt vom Druck im Tank. Ist er gering, sind die Schüsse vergeudet. Ist der Druck hoch, bekommen sie vorübergehend zusätzlich Schuft und erhalten sie RB gedrückt während... Ja, dankeschön. Hätte ich gerne nochmal gelesen. Aber hey... Also, es wäre echt schön, wenn er nochmal einen Speicherpunkt oder sowas bekommt, weil da muss ich nicht ewig die Waffen holen. Ich blicke auch gerade nicht ganz den Sinn von diesem Nachtsichtgerät. Weil das hat es hier nicht gerade heller gemacht, hier, das ganze Spektakel. Ach du Scheiße, wir haben seit Ewigkeit mal wieder ein volles Magazin. Dass ich das nochmal erleben darf. Also Gasmaske, ich drücke mich hier wirklich wund. Geht echt gar nichts. Oh, hier lag als Munition rum. Naja, hierfür nichts. Drei Pistolen googeln. Oh geil. Wurfmesser haben wir sowieso. Granaten auf 5 Stück. Ach stimmt, wir haben eine Taschenlampe. Ach so. So wird ein Schuh draus. Wir müssen da Luft reinpumpen.
Ist auf jeden Fall geil. Was man alles erreicht, wenn man einfach mal liest. Liest. Ich lese. Soldaten der Roten Armee, eure Munition und eure Rationen sind knapp und eure Anführer haben euch verlassen. Die unterdrückende Kommunistenregierung hat euch eure Rechte beraubt und benutzt euch jetzt, um ihr Regime zu beschützen. Eure Anstrengungen sind nutzlos und euer Tod ist vergebens. Nur der Sieg wird euch mit euren Familien wieder vereinen für eine bessere Zukunft. Schließt euch uns an. Ein warmes Willkommen und großzügiges Essen erwarten euch dort. Soldaten der Roten Armee, Kommandanten, beeilt euch. Die Stationen, die von unseren Streitkräften, kann ich speichern? Befreit wurden, kümmern sich bereits um Nahrung und Unterkunft. Sichert euch euren Gen. Schießen die jetzt auf mich oder nicht? Leute, ich weiß es nicht. Oh. Also sie hätten wahrscheinlich auf mich geschossen. Oh Gott. Bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja. Ich check jetzt gar nichts mehr. Mir aber auch egal. Ernst? Euer Hallo? Also, wir sind einfach an Leuten vorbeigelaufen, die unsere Gegner waren. Ich verstehe gar nichts mehr. Naja, wir sind jetzt hier auch wieder bei einer knappen halben Stunde, ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt schon mal hinter der Linie. Das ist schon mal ganz wichtig. Holen wir ein bisschen Munition. Ich würde einfach sagen, wir geben nochmal alles, werfen das billige Können in die Waagschale und in der nächsten Folge geben wir dann nochmal völlig unser Leben. Vielleicht hänge ich die jetzt auch direkt hier dran, weil, so langsam beginnt es ja irgendwie spannend zu werden. Ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. Alles klar, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst und schaltet einfach in der nächsten Folge wieder ein. Ciao!